Robert Koch. Er ist unbestritten einer der ganz großen Wissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Mediziner und Mikrobiologe hat nicht nur im Bereich der Bakteriologie geforscht, er ist einer ihrer Väter. Die Einrichtung in Deutschland, die uns vor Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Covid-19 schützen soll, trägt seinen Namen. Das Robert-Koch-Institut. Es wurde schon zu seinen Lebzeiten gegründet und er war auch der erste Direktor seines Instituts. Robert Koch, Superstar. Dabei ist Koch durchaus kein unfehlbarer Held der Geschichte, auch er macht Fehler. In diesem Video werfen wir einen Blick auf den unermüdlichen Forscher Robert Koch, seine größten Leistungen und seine Misserfolge. Also nicht den Superstar, sondern den Wissenschaftler mit all seinen Seiten wollen wir uns jetzt angucken. Los geht's. Als Robert Koch, eigentlich Heinrich Hermann Robert Koch, in den 1860ern im Studium von Naturwissenschaften zur Medizin wechselt, macht er das aus einem Grund. Nicht, weil er keinen Spaß an dem Fach hat, im Gegenteil, Koch ist brillant im bisherigen Studium, sondern weil nachher als Arzt eine sichere Anstellung dabei herauskommt. Die finanzielle Sicherheit findet der Sohn eines Bergmannes aus dem Harz später mit einem scheinbar spießigen Posten als Provinzarzt. Aber Koch, der unter den Medizinstudenten herausragt, ist dort, sagen wir mal, ein bisschen unterfordert. Weil ihm in der Landarztpraxis immer wieder Fälle von Milzbrand begegnen, fängt Koch an, in einem selbstgeschusterten Labor zu experimentieren. Warum taucht die Krankheit immer wieder auf? Damit ihr eine Vorstellung vom damaligen Stand der Wissenschaft habt. Die Wissenschaft geht bis dahin weitestgehend davon aus, dass Krankheiten einfach über schlechte Luft oder über den Boden übertragen werden. Zwar gibt es damals schon Theorien über kleine, krankheitsübertragende Wesen. Kochs Lehrer an der Uni, der Göttinger Anatom Friedrich Gustav Jakob Henle, schreibt zum Beispiel schon 1840, dass Krankheiten durch mikroskopisch kleine Lebewesen ausgelöst werden. Er vertritt also die Theorie, dass Erreger von außen in den Körper und Krankheiten ausgelöst werden. Und Louis Pasteur veröffentlicht auch eine Keimtheorie, aber echte Beweise gibt es damals noch nicht. Ich sage das nur, damit ihr keine falschen Vorstellungen davon bekommt, dass Koch der Erste und der Einzige ist, der sich daran macht, die Ursachen genau zu erforschen. Koch baut seine Forschungen auch über Milzbrand auf Arbeiten von Kollegen auf, wie das oft so ist. Denn es fehlt jemand, der die verschiedenen einzelnen Theorien und Beweise, die es damals gibt, ordnet, weiterentwickelt und die Puzzlestücke zusammenführt, damit man das große Ganze erkennt oder eben das ganz Große. Die perfekte Herausforderung für Kochs unermüdlichen Entdeckergeist. Robert Koch stellt sich der Aufgabe in seinem selbstgeschusterten Labor in der hauseigenen Praxis und experimentiert. Er macht das, indem er sehr kleinschrittig genau den nötigen Beweis erbringt. Koch, ein echter Crack am Mikroskop, entwickelt Hilfsmittel, die Milzbrandbakterien für das menschliche Auge sichtbar machen. Gerätschaften und Substanzen. Dadurch, dass er Milzbranderreger in Kulturen anlegt, erfährt er alles über das Bakterium und wie es funktioniert. Koch reicht das aber nicht. Er will nicht nur alles sehen, er muss sein Wissen auch beweisen. Er schafft es, die Spuren aus dem Blut eines an Milzbrand verstorbenen Tieres zu isolieren. Und als er damit dann gesunde Tiere krank gemacht hat, ist klar, er hat den Erreger gefunden. Das ist der Durchbruch. Sein Durchbruch. Mit diesem Vorgehen verblüfft Koch Naturwissenschaftler seiner Zeit. Der Botaniker Ferdinand Cohn aus Breslau ist zum Beispiel extrem beeindruckt von den Ergebnissen des jungen Koch. Koch ist jetzt kein einfacher Provinzarzt mehr. Er hat die Bühne der Forschung betreten. Die Arbeitsschritte, die Koch bei der Untersuchung von Milzbrand zum ersten Mal angewendet hat, wird ein Freund Kochs später auch die Kochschen Postulate nennen. Damit setzt Koch im Laufe der Jahre neue Standards. Und er entwickelt und erfindet gemeinsam mit Kollegen der Szene, bitte nicht vergessen, weitere Hilfsmittel und Verfahren, um die Arbeitsmethode immer weiter zu verbessern. Gemeinsam mit seinem Kollegen Paul Ehrlich entwickelt er zum Beispiel einen Farbstoff, mit dessen Hilfe die Bakterien erkennbar sind, unter dem Mikroskop. Und natürlich auch die Mikrofotografie, denn dadurch kann er seine Ergebnisse erst nachhaltig festhalten. Ihr müsst euch vorstellen, damals ist nicht nur der medizinische Wissensstand geringer als heute, sondern eben auch die Technik. Vorher zeichnen die Forscher das, was sie durch ihr Mikroskop sehen, einfach auf. Oder sie müssen es eben live vorführen, um es jemand anderem zu zeigen. Und ich habe gerade schon erwähnt, Koch führt seine Experimente auch an Tieren durch. Ethisch betrachtet sind Tierversuche natürlich ein eigenes Thema, das will ich gar nicht vertiefen an dieser Stelle. Nicht mal vor den Mäusen, die seine Tochter geschenkt bekam, soll der ehrgeizige Forscher damals Halt gemacht haben. Und
Damit soll er die Labormäuse als Versuchstiere eingeführt haben, die bis heute ein beliebtes Testobjekt in der Forschung sind. Auch gerade wieder, wenn es um einen Corona-Impfstoff geht. Wenn Koch später in die Tropen reist, dann hat er immer ein paar Dutzend Mäuse im Gepäck. Aber Koch will nicht nur wissen, wie Krankheiten sich verbreiten, er will herausfinden, wie man den Ausbruch solcher Krankheiten eben verhindern, vorbeugen kann. Das Grundkonzept kennen die Menschen schon zum Beispiel vom Ausbrennen von Wunden, aber man kann natürlich nicht alles ausbrennen, um sich zu schützen. Koch hilft auch vor Ort als Hygieneexperte und Koch reist dorthin, wo er gebraucht wird, zeigt seinen Einsatz in Krisen und Krisengebieten. Auch bei der großen Cholera-Epidemie in Hamburg 1892, 1893 hilft er vor Ort. Die Menschen erkranken und sterben vor allem in den engen Armenvierteln der Stadt. Koch führt Maßnahmen wie Desinfektion, Säuberung des Wassers und auch Quarantäne ein, um den Menschen zu helfen und die Seuche einzudämmen. Mehr dazu erfahrt ihr auch in dem Video, das wir schon gemacht haben, über die Geschichte der Hygiene, einfach hier oben auf das i klicken. Koch wird auch noch auf Wunsch des Kaisers Professor für Hygiene und Leiter des neu gegründeten Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin, aus dem dann später das Robert-Koch-Institut wird. Natürlich vor allem wegen seiner Leistungen, aber auch aus politischen Gründen. Denn ihr müsst euch bewusst sein, wir befinden uns in der Zeit der Erbfeindschaft zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Frankreich. Der Deutsche Kaiser will mit dem neu gegründeten Berliner Institut eine Konkurrenzinstitution zu dem französischen Louis-Pasteur-Institut. Die Begeisterung um Koch ist also vielleicht auch ein Stück weit politisch. Der berühmte französische Mediziner Pasteur war es übrigens, dem erstmals eine erfolgreiche Impfung gegen Milzbrand gelingt, nach Kochs Erkenntnissen. Es ist kein Geheimnis, dass Pasteur und Koch, zwei Superstars der Medizin, miteinander wetteifern. Und dieser medizinische Wettstreit treibt die Wissenschaft lange entscheidend an. Einen wichtigen Sieg trägt Koch dabei bald davon. Ich hatte ja schon erzählt, wie fortschrittlich auch Kochs methodische Erkenntnisse waren und was er dort alles entwickelt hat. Diese methodische Vorarbeit nutzt er jetzt. Ihm gelingt damit die wohl wichtigste Entdeckung seines Lebens, die des Tuberkuloseerregers. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich die Lunge befällt. Weil sie regelmäßig ausbricht und unzählige Menschen dahinrafft, wird sie weiße Pest genannt. Also angelehnt an die mittelalterliche Pest, an der vor allem im Mittelalter ein Drittel der Europäer gestorben sind. Zu Kochs Lebzeiten ist die Tuberkulose im Deutschen Reich die größte Todesursache. Rund 15-25% der männlichen Erwachsenen sterben Schätzungen zufolge letztlich daran oder auch indirekt daran. Wer damals daran erkrankt, für den gibt es keine Heilung. 1882 verkündet Robert Koch als Berliner kaiserlicher Geheimer Regierungsrat die Sensation. Während einer Vorlesung am Berliner Institut für Physiologie lässt er die Bombe platzen. Er hat den Erreger und damit die Ursache für Tuberkulose entdeckt. Koch ist mit seiner Entdeckung sofort so gut wie weltberühmt. Endlich können die Menschen gezielt Wege suchen, wie sie die Krankheit bekämpfen, um dieser entsetzlichen Seuche etwas entgegenzusetzen. Koch ist ein Superheld. Fassen wir soweit also zusammen. Entdeckungen von Relevanz für die Menschheit. Eine akademische Disziplin, die Mikrobiologie mit begründet. Viele Menschenleben wohl gerettet. Vom Weltruhm ganz zu schweigen. Und dann 1905 die Krönung der Karriere, der Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung des Tuberkuloseerregers. Ob Cholera, Tuberkulose oder die ein oder andere Tropenkrankheit im Laufe seines Lebens, Koch knackt sie alle nach und nach, könnte man meinen. Und er hat alles erreicht. Auf alle Entdeckungen kann ich an dieser Stelle auch gar nicht eingehen. Dabei ist natürlich auch die Entdeckung des Cholera-Erregers nicht unbedeutend. Empfehlen kann ich euch an der Stelle auch ein Video zu den größten Seuchen der Geschichte. Das findet ihr wie immer, wenn ihr oben auf das i klickt. Aber, vorhin habe ich schon angedeutet, auch Robert Koch ist nur ein Mensch. Er gilt als starrsinniger Zeitgenosse, der auch nicht immer richtig liegt, manchmal unter Zugzwang gerät. Vielleicht, weil auf ihn Druck lastet, weil der Konkurrenzkampf mit Größen wie Louis Pasteur groß ist. Vielleicht auch, weil er sich selbst überschätzt. Kann man aus heutiger Sicht alles nur mutmaßen. Zum Verhängnis wird das dem großen Koch auf jeden Fall gerade bei der Krankheit, die ihm später den Nobelpreis beschert, der Tuberkulose. Das Finden der Ursache ist nämlich nur die eine Seite. Aber wir springen noch mal ein paar Jahre zurück. Vor der Nobelpreisvergabe. Ein Heilmittel soll ja her und das glaubt Koch 1890 mit Tuberkulin gefunden zu haben. Am Anfang ist die Rezeptur geheim. Damals gibt es nämlich noch kein Patentrecht, was die Erfindung schützen könnte.
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Weltöffentlichkeit begeistert, als das Heilmittel vorgestellt wird. Koch hat es getestet, sogar an sich selbst. Wie viele Zeitgenossen schreckt er vor Selbstversuchen nicht zurück und es scheint zu funktionieren. Aber vollständig erforscht ist es noch nicht und seine Wirkung auch nicht endgültig sicher. Trotzdem stellt er Tuberkulin auf dem 10. Internationalen Medizinerkongress in Berlin vor. Das ist die perfekte Gelegenheit damals, wenn medizinische Koryphäen aus vielen Ländern der Welt zusammenkommen. Und das auch noch in Berlin. Natürlich sind die Menschen begeistert über diese sensationelle Nachricht von Koch. Sie strömen nach Berlin. Sie erhoffen sich Heilung von dem Wundermittel, das sie so herbeigesehnt haben. Auch für sich oder Angehörige, denn ich habe es ja schon erwähnt, bisher gab es keine Heilung für diejenigen, die erkrankt sind. Ihr könnt euch also vorstellen, wie groß der Andrang ist. Die Menschen pilgern regelrecht nach Berlin und wollen ein Fläschchen des begehrten Wundermittels. Es gibt Berichte über sagenhafte Heilungen. Aber immer mehr gibt es kritische, skeptische Stimmen. Und die nehmen zu. Der Begeisterung folgt bald Ernüchterung. Es wird klar, anstatt dass Tuberkulin hilft, schadet es oft. Es tötet sogar, nicht gerade wenige. Ein Rückschlag für Koch. Der Druck der Öffentlichkeit zwingt ihn schließlich, sein Rezept offenzulegen. Es ist der extrahierte Erreger selbst, kommt heraus. Koch hat sich verspekuliert. Er wollte das große Heilmittel verkünden, doch am Ende schadet das Tuberkulin seinem Ruf und vielen Menschen, die sich darauf verlassen haben. Vor allem als er älter wird, widmet sich Koch mehr und mehr den Tropenkrankheiten. Dafür reist er im Auftrag der deutschen wie auch der britischen Regierung mehrfach in koloniale Seuchengebiete. Ägypten, Indien, Südafrika. Einige bezeichnen es auch als Flucht, doch man muss sagen, Koch ist dort, wo der Tod wütet. Er blendet Gefahren für sich und andere aus, weil er nur seine Forschung im Blick hat. Ich hatte schon gesagt, auch im Auftrag der Kolonialstaaten ist er dort unterwegs. Natürlich sind die kolonialen Mutterstaaten besorgt, wenn Pest, Cholera oder andere Krankheiten ausbrechen. Wichtiger als die Menschenleben sind für sie in den Territorien aber vor allem die damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen für sich selbst. Die sind nämlich die Folge, wenn die Arbeitskräfte massenweise krank werden oder sogar an den Krankheiten sterben. 1906 und 1907 reist Robert Koch im Auftrag der Regierung zweimal nach Deutsch-Ostafrika. Dort ist die Schlafkrankheit großflächig ausgebrochen. Heute wissen wir, dass dahinter ein Parasit steckt, der über die Tsetse-Fliege übertragen wird. Koch und sein kleines Team sollen die Krankheit, die sich jetzt in Deutsch-Ostafrika ausbreitet, stoppen. Die Bekämpfung der Schlafkrankheit ist die nächste Herausforderung, der sich Koch stellt. Es gibt Ideen, wie Betroffene therapiert werden könnten. Zum Beispiel soll das arsenhaltige Atoxyl möglicherweise helfen. Entsprechende Experimente mit Tieren belegen das. Die ersten Tests an Menschen zeigen, dass sich die Ausbreitung der Krankheit stoppen lässt. Aber das Problem ist, der für die Krankheit verantwortliche Parasit lässt sich von Atoxyl nicht dauerhaft aufhalten. Es gibt Tests an Kranken mit dem Medikament. Koch erhöht die Dosis, obwohl er aus früheren Tests weiß, dass die Patienten teilweise mit üblen Nebenwirkungen zu kämpfen haben werden. Getestet wird dabei an Einheimischen und das, ohne dass sie ihre Zustimmung explizit gegeben haben. Es sind Tests, die Koch so in der Heimat nie hätte machen dürfen. Neben Übelkeit, Koliken und allgemeinen Schmerzen erblinden nicht wenige. Einige sterben. Aber auch nach seiner Rückkehr nach Berlin 1907 ist er von der Anwendung von Atoxyl überzeugt. In einem Leitfaden für den Reichsgesundheitsrat empfiehlt er es, neben der Isolation von Kranken in entsprechenden Lagern, trotz der bekannten Nebenwirkungen und Risiken. Nur um das mal klarzustellen, Koch hat entschieden, wie mit den Patienten umzugehen ist, damit für sie die Nebenwirkungen in Kauf genommen und über sie bestimmt. Er hat ohne Einwilligung die Kranken einem enormen Risiko ausgesetzt. Es wirft auf jeden Fall ethische Fragen auf. Das Robert-Koch-Institut nennt das Kochs dunkelstes Kapitel. Bis zu seinem Lebensende forscht Koch auf Reisen an Tropenkrankheiten. Der Mann, der sich sein Leben lang mit Krankheiten beschäftigt, stirbt 1910. Zwei Jahre später wird ihm zu Ehren das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten in das Robert-Koch-Institut umbenannt. Und was lernen wir aus der Geschichte von Koch, seinen Erfolgen und Misserfolgen? Naja, Figuren wie Koch wirken, wenn man nur einen Teil ihrer Geschichte betrachtet, wie Helden, ohne Zweifel. Aber sie sind Menschen und wie wir an Robert Koch sehen,
Produkte ihrer Zeit. In einem Geflecht von äußeren Einwirkungen, Politik, Rivalitäten, inneren Antrieben und was auch immer noch dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz hat Koch mit seinen Entdeckungen in der Medizin viel für Menschen geleistet. Er hat die Forschung immer weiter vorangetrieben. Seine Forschungen und Beobachtungen zur Tuberkulose sind die Grundlage für Erkenntnisse, zum Beispiel in der Antibiotika-Forschung ab den 1940er Jahren. Und unzählige Menschenleben hat sein Wirken gerettet. Aber auch aus seinem Scheitern und seinem großen Misserfolg kann man lernen, gerade für die heutige Zeit. Niemals darf der Druck so hoch sein auf die Wissenschaftler, dass ein Heilmittel als Wundermittel angepriesen wird, das aber noch gar nicht richtig erforscht wird. Das vielleicht auch Hoffnungen weckt, die es gar nicht halten kann und letztendlich sogar mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und noch eine andere Frage zu den Forschungen, die auch Koch betrieb, bleibt bis heute. Darf man eigentlich Menschenleben riskieren, um andere Menschen, mehr Menschen womöglich zu retten? Und falls ja, wie muss das Verhältnis sein? Ist eine schwierige Frage. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten. Vielleicht habt ihr eine Antwort drauf. Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, wie ihr Robert Koch bewertet. Ein Held oder nicht? Gerne da reinschreiben. Hier nehmen wir nochmal die Geschichte der Hygiene und direkt darunter was Aktuelles. Da geht es um Corona und die Krankheit Covid-19. Wann gibt es da ein Gegenmittel? Video dazu könnt ihr euch hier anschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.